40 Grad im Schatten, Bungalow, Mittelmeer, an jeden, den ich gönn, schöne Grüße, Nicktamer. Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Fulky Plays. Und wir haben sehr lange kein SBB mehr gehabt. Ich habe gerade gesehen, Griezmann 96, vielleicht die beste Footies-Karte, die überhaupt rauskam, mit 5 Sterne Skills, 5 Sterne Weak Foot plus Finesse-Trade, Freunde, und der hat 94 Sprungkraft. Sehr, sehr geile Karte, werde ich auch auf jeden Fall in der WL mal spielen. Und Freunde, wir haben auch einen Gast dabei, der nicht so oft hier in letzter Zeit war. Am Anfang sehr oft, aber jetzt in letzter Zeit nicht mehr so oft. Grüße gehen raus, Ebru, wie geht's? Jo Freunde, was geht ab? Ja, lange ist es her. Es fühlt sich sogar schon echt komisch an aufzunehmen. Früher war es normal. Also was heißt früher? Vor ein paar Monaten war es normal und jetzt irgendwie komisch. Ja, Freunde, also wir haben bei Ebru nichts aufgenommen, aber ihr könnt trotzdem gerne auf ihren Kanal gehen. Sie hat, glaube ich, zuletzt einen Vlog hochgeladen. Checkt das gerne ab. Ansonsten lasst dort gerne auch ein Abo da. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr mehr SBBs sehen wollt, jetzt bis FIFA 23 noch, dann sprengt den Like-Button, lasst uns das sehen. Und ich würde sagen, ich halte direkt mal rein dein linkes Mittelfeld und dein linker ZM. Mal gucken, ob ich es rausfinde. Ja, richtig, aber du hast ganz vergessen, dass wir bei mir eine viel coolere Karte haben. Messi 99, Leute. Stimmt, Ebru hat Messi 99 reingepackt, Freunde, weil sie, keine Ahnung, sie will anscheinend hier Sachen discarden oder ist sich zu sicher auf jeden Fall. Wir legen los. Ich habe zwei Namen am Start. Ja, okay. Linkes Mittelfeld haben wir eine alte Lieblingskarte von mir, Ginola. Und in der Mitte haben wir Rafinha, Footy. Sehr, sehr krasse Karte. Okay, ich habe Ronaldinho und Paqueta aufgeschrieben. Nice. Das heißt, du kannst da tatsächlich beide behalten. Da mache ich mal weiter. Mit meinem rechten ZOM, du kannst schon mal reinhalten. Und zwar habe ich da eine Karte, die wird dem einen oder anderen bekannt vorkommen. Und zwar Karim Benzema, Team of the Season. Und als rechten ZDM habe ich eine Footies-Karte, die ist auch ganz cool. Und zwar Barella 96. Boah, ich wollte sogar, ich schwöre, ich wollte Benzema aufschreiben. Scheiße. Ja, wen hast du aufgeschrieben? Felix und Rullit. Rullit, ja, Rullit hast du mir ja discarded vor einiger Zeit. Deswegen ist er nicht am Start. Aber gut, dann die nächsten drei Positionen, würde ich sagen, Freunde. Let's go. So, Freunde, wir machen weiter mit der zweiten Runde. Die letzten Offensivspieler. Ich halte rein. Ich mach mal weiter. Also mein linker Stürmer ist einmal der gute. Gucken wir uns das doch mal an. Wer ist das, Freunde? Das ist eine MS-Karte anscheinend. Und zwar ist das einmal Pelé, Freunde. Linker ZOM habe ich dafür am Start. Den guten Kylian Mbappé, Team of the Season. Den habe ich ja auch noch. Und als linken ZDM habe ich den guten, wen habe ich da wohl? Ja, sag's mir. Wen habe ich da wohl? Ich habe Delikt Shapeshifter. Och man, okay, okay, okay. Ich habe aufgeschrieben Dembélé, Zidane und Spinazzola. Shit. Dembélé, Zidane und Spinazzola. Ey, du hast kein Pelé aufgeschrieben, kein Mbappé aufgeschrieben. Nein, das Ding ist, es gibt so viele Karten, ich habe die gar nicht in den Gedanken gehabt, so dass man die nehmen kann. Voll ausgeblendet irgendwie. Damals hat doch immer jeder, als ich Pelé gezogen habe in dem Icon Pack, ich schwöre, seit Dezember verfolgt mich das, Ebru wird den Ediskan, Ebru wird den Ediskan, Ebru wird den Ediskan. Immer das Gleiche. Drei Namen habe ich jetzt am Start. Mal gucken, ja, ob ich da jemanden getroffen habe. Also unmöglich, dass ich getroffen habe. Wirklich, das geht gar nicht. Ich hoffe es, wenn du nicht über so Ecken gedacht hast. Ich bin in der Bundesliga gehalten. Sané, Reus und Guerrero. Ja, das war gut gemacht. Coutinho, Richarlison, Madison. Also, es ist wirklich nicht einfach. Und ich habe auch ein bisschen Angst, Freunde, weil Ebro hat gestern und vorgestern und so random so gesagt, ey, lass mal wieder trainieren, lass mal wieder trainieren. Und ich glaube, sie will hier gerade richtig ernst machen. Ich habe ein bisschen Angst. Ey, das Ding ist, mein Team, da sind eigentlich nur krasse Karten drin. Mal gucken. Ich habe ein bisschen Angst, aber gut, wir machen weiter, Freunde. Die Außenverteidiger, let's go. Ja, ich habe ja gestern trainiert, aber ohne dich. Wie? Gegen wen hast du gezockt? Ich habe einfach Squad Battles Legende und so gespielt gegen so krasse Teams. Hast du gewonnen? Ja. Ja, okay, gegen Squad Battles trainieren habe ich jetzt auch das allererste Mal gehört, aber... Ja, aber das war ja schon eigentlich schon ein gutes Niveau eigentlich. So, Freunde, also wir machen die nächsten beiden Positionen und da bin ich mal gespannt, wer da so auf uns wartet. Hältst du hoch? Also hältst du ja, rein? Ja, ich halte gerade rein, genau. Okay, dann... LV. Boah, das muss ich jetzt spontan entscheiden. Ich kann mich echt nicht entscheiden. Ich habe da zwei Optionen, ja? Also LV. Ja. Und ich dachte mir so, ich muss jetzt spontan einfach entscheiden. Ja. Ich nehme das einfach mal, was cooler aussieht. Renan Lodi. Okay. Und rechts Haidara. Du hast links 5 Minuten Kopf kaputt gemacht gerade, ne? Und hast die Aufnahme verzögert. Wie sollte ich denn überhaupt auf Lodi kommen? Also, es ging doch gar nicht. Ich habe LM bei Ginola.
Ja. Also soll ich hätte ja nur noch Lotto spielen können, dass da Ludi am Ende kommt. Es gibt 1000 LVs. Und rechts hast du so richtig schnell gesagt, da habe ich Haidara. Ja, was hast du jetzt links? Maurice. Ja, okay. Ja, aber Haidara kam weg und da kann so ein Bronzetorwart rein und da freuen sich Kylian Mbappé und Pelé drauf. Da kenne ich jetzt auch nichts, Freunde. Mein Team ist teuer. Ich werde da so. Du wolltest Training, deswegen. Ich werde das hier auch als Trainingsspiel jetzt sehen. Mhm. Und Gas geben. Jo. So, linker Verteidiger. Okay, okay. Das, Freunde, das Ding ist, sie ist irgendwie sicher. Ich weiß auch nicht warum. Linker Verteidiger. Cancelo, Team of the Season habe ich da nicht. So, das war nur ein falscher Move jetzt. Ich habe da nämlich Maurice, Claude Maurice, linker Verteidiger. Okay. Da, zack. Und mein rechter Verteidiger ist einmal der gute Kalulululu in Form. Schwach. Dass du dich dann nicht getraut hast, Valverde zu nehmen. Aber okay, dafür habe ich ja Maurice. Was? Du hast Maurice aufgeschrieben? Ja. Oh mein Gott. Auch Bronze-Torwart? Ja, aber bitte einen Chinesen. Den Chinesen? Ja. Was soll denn das jetzt werden? Okay, okay, warte, ich guck mal, ob ich Chinesen habe. Oh, warte mal. Ist das China? Das ist China, ne? Ja, hier. Der heißt Shao Puliang. Ja, der soll so ganz. Willst du wirklich klein gegen sein. Den spielen? Ja, ja. Der, er ist 1,87. Willst du wirklich gegen Shao Puliang spielen? Ja, so ein Torwart natürlich, ne? Ja, 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 Torwart. Okay, aber ich glaube, der sieht, also, ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube, der sieht so aus, als würde der gleich keinen Spaß machen hier auf dem Platz. Aber gut, Freunde, nächsten drei Positionen, let's go. So, Freunde, wir kommen jetzt zum Finale, die letzten drei Spieler und ich halte zuerst ein. Okay, 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 also mein linker Innenverteidiger ist der gute Arnautovic Shapeshifter. Der rechte Innenverteidiger ist Gomez Hero Shapeshifter und im Tor habe ich Faro. Oh Mann, scheiße. Warum, hast du das aufgeschrieben? Nix gesniped. Du lügst, du hast alle drei. Ja, ich habe zwei. Oha, wen? Ich habe Faro und Gomez richtig und als dritten Cordoba. Oh mein Gott, okay, okay. Einfach, hättest du jetzt kein Bronze davor genommen, hätte ich jetzt einen Bronzestürmer am Tor. Warte mal, wen willst du im Tor haben? O'Donnell, Margus, Sinclair, Cleveland, Van Damme oder Perez Hintermeier? Was ist das denn? Perez Hintermeier, hä? Ich nehme den dritten. Also Van Damme. Traut man sich einfach gegen Van Damme? Da halte ich mal hier rein. Drei Namen. Ich gehe weiter mit. Wer war da nochmal? Wer war da nochmal? Militao. Okay. Dann habe ich noch Klostermann. Und als Torwart. Und Torwart Van der Sar. Ich zitter jetzt. Boah, also ich habe Militao aufgeschrieben. Der kann schon mal raus. Ich wollte Klostermann aufschreiben, aber da gab es echt viel Auswahl. Hab Cola aufgeschrieben und Courtois. Ja. Das heißt, nur Militao muss. Ja, okay, was heißt ja? Also warte mal, ist dein linker Verteidiger? Nee, dein rechter Verteidiger und dein linker IV sind weg, ne? Ja. Ich lade dich mal ein. Wir sehen uns endgame. Bis gleich. Was ich euch auf jeden Fall sagen kann, ist, mein Ziel ist es, wenn FIFA jetzt bald wieder losgeht, FIFA 23, dann fast daily, nicht fast, warum fast? Wir machen daily Uploads, Leute. Da wird aber auch viel Content drumherum kommen und nicht nur SBBs, wie es halt dieses Jahr war. Wir werden ein paar neue Formate bringen, dies, das. Und wir werden auch fast jeden Tag streamen. Warum sage ich schon was wieder heißt fast? Denn jetzt schon wieder fast? Ich will eigentlich jeden Tag streamen. Was heißt denn jetzt hier eigentlich? Also ich werde jeden Tag streamen, Leute. Jeden Tag streamen und jeden Tag Video. Was sagst du eigentlich dazu, dass die Leute immer sagen, dass ich dich gewinnen lasse? Deine ehrliche Meinung jetzt. Soll ich mal sagen, was du immer zu mir sagst? Ja. Okay, okay. Also Freunde, das Ding ist, ihr seid nicht die Einzigen, die denken, dass ich sie gewinnen lasse. Sie denkt das selber nämlich auch. Ja, manchmal doch. Also ich denke das schon. Du sagst es zwar immer, aber wenn man jemanden gewinnen lässt, dann sagt man ja nicht, ich habe dich gewinnen lassen. Dann sagt man ja auch nein. Also lass ich dich gewinnen? Ja, glaube ich schon. Okay, okay. Interessant. Also so in SBBs halt kann natürlich alles passieren, ne? Da ist mir jetzt mal egal. SBBs beiseite. Aber wenn wir jetzt mal so ernst gegeneinander spielen, da denke ich das schon. Okay. Also du glaubst, dass ich in den Trainings spielen, wenn wir so zocken und dann lasse ich dich einfach extra gewinnen. Dann bin ich doch ein scheiß Coach, wenn ich dich extra gewinnen lasse. Wenn es gar nicht stimmt, wenn ich einfach fake so. Wow. Nein! Guck mal da. Guck mal, was hätte ich... Das war gerade so gut gespielt, was soll ich da machen? Das Ding ist, Leute, immer so zu dem Thema kann ich euch immer nur sagen, was SBBs betrifft, darüber haben wir schon mal gesprochen, ist halt so...
wie sie gerade gesagt hat, ich passe halt manchmal nicht auf. Aber ich glaube, das ist ganz normal, wenn man gegen jemanden zockt und dabei labert. Und die andere Person gar nicht redet und da um ihr Leben zockt. Hallo? Was hat der? Ja, okay. Cool. Ich hab Ball versprochen. Warte. Aber bei EPO ist das wirklich so, dass wir auch im Training spielen, manchmal spielen und da verliere ich nicht extra. Also, da bin ich auch voll konzentriert. Hier bin ich jetzt vielleicht unkonzentriert und vielleicht sieht das da manchmal so aus. Ey, du. Aber. Also, mein Torwart macht hier auf jeden Fall ernst. Ey, nein, nicht mein Move machen. Hallo! Das finde ich nicht. Also, warte, was passiert hier? Oh nein. Oha. Nein. Oh mein. Ey, Elfmeter, Schiri! Oh mein Gott! Ich habe so Glück. Ich habe so Glück. Oha. Ey, du spielst so ernst gegen mich, ne? Du bist so leise immer, ne? Ich schwöre, wenn du BL spielst und das ist dein 20. Spiel, nicht mal da bist du so leise. By the way, ich bin gestern um 18 Uhr eingepennt, weil wir davor die Nacht an der Autobahnraststätte hingen, weil der Reifen geplatzt ist. Wer auch im Auge gelegt hat, Dankeschön an dieser Stelle dafür. Und dann bin ich eingeschlafen um 18 Uhr. Ich wollte nicht einschlafen. Alle Lampen und Fenster waren offen. Ich wache nachts um 2 Uhr auf und einfach meine Wohnung ist einfach ein Zoo geworden und die haben so, deren Party hat mich aufgeweckt. Alle haben so verschiedene Sounds gespielt, einfach von den Tieren. Ich bin aus der Wohnung geflüchtet zu meinen Eltern und bin heute Morgen erhobenen Hauptes wieder zurückgekommen, wie Giraffen. Hab dann versucht, hier meine Wohnung zurückzuerobern, hab's jetzt geschafft. Und jetzt sitzen wir hier. Ey, das war so klar, shit. Ja, 1-0, Freunde. Nein, das war's. Schau, komm, Torwart. Junge, was ist das? Ey. Ey, das ist so unverdient, ne? Ey. Nein. Mein Gott. Das war einmal ein Longshot von Antoine, Freunde. By the way, der fühlt sich richtig gut an. Oh mein Gott. Griezmann. Aber fühlt sich echt cool an, Freunde. Gute, stabile Karte. Ich würde sagen, wenn ihr so Material habt in euren oder Futter habt in eurem Account, könnt ihr den safe machen. Der ist perfekt linkbar und lässt sich wirklich richtig, richtig gut spielen. Plus, Freunde, grünes Time-Finish. Finesse ist der jedes Mal drin. Das garantiere ich euch. Das war schon die letzten Jahre immer mit Griezmann so. Und vor allem, wenn die Werte auch noch so krass sind. Ja, ich würde mal sagen, wir kommen zum Snipen. Let's go. Ja, okay, ich hab's. Du bist schon soweit? Ja. Okay, dann würde ich sagen, du hattest die 4-4-2. Yep. Ich nehme einmal den... Oder ich nehme einmal die beiden Stürmer. Ja. Und den Torwart. Uff. Oh mein Gott, also Torwart habe ich einmal Van der Sar halt gelassen und Stürmer sind Sané und Lodi. Welcher Sané? Shapeshifter. Oha, und welcher Lodi? Ja, die SBC Putties. Oh. Das ist natürlich schmerzhaft, aber Sané kostet nur 50.000. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Und ist Van der Sar untrade? Ja. Okay, dann ist doch nicht so schlimm. Freunde, warte mal, sind die untrade alle? Ja. Dann kannst du die eigentlich, du musst keine SBC machen, dann diskarte die so, weil das weiß man ja dann eh. So, Freunde, also wie gesagt, ihr könnt ja bei Epro, sie streamt gefühlt jeden Tag, könnt ihr abchecken, sie wird die Karten nicht zurückholen. Dafür werde ich schon sorgen, da könnt ihr mir vertrauen. Ansonsten, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Sprengt den Like-Button, lasst ein Abo da, falls ihr auf dem Kanal seid. Checkt Epos Channel, ihren Vlog ab. Und ansonsten gibt es die letzten Worte von ihr. Ja, Freunde, lasst gerne Support da. Seid alle hyped auf FIFA 23, da kommen wieder ganz, ganz viele Videos. Bis dann, haut rein. Ciao, ciao.